Aufgeschreckt durch das Corona-Ausbruchsgeschehen bei Jahn Regensburg meldet sich jetzt auch die DFL zu Wort. Bleibt Regensburg ein Einzelfall? Die DFL will an ihrem Hygienekonzept festhalten. Imago-Images für die 8 Infektionen ist unter anderem eine britische Virusmutation verantwortlich. Der Verband verfolgt die Entwicklung des Pandemiegeschehens, sieht jedoch noch keinen Anlass, das Hygienekonzept erneut anzupassen. Aufgrund der Anordnung einer 14-tägigen Quarantäne für den gesamten Jahn-Mannschaftskader durch das Gesundheitsamt musste das DFB-Pokalspiel am heutigen Abend gegen Werder Bremen abgesagt werden. Auch die Zweitligapartie am Sonntag beim VfL Osnabrück ist stark gefährdet. Am Montag hatte Regensburgs Geschäftsführer Christian Peller erklärt, dass nach Cheftrainer Mersat Selimbegovic auch einige Spieler positiv getestet wurden. Auf Anfrage der ARD Sportschau teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit, nach derzeitigem Stand wurde die britische Variante bei 4 von insgesamt 8 Fällen nachgewiesen. Punkt. Regensburg gilt für die DFL noch als Einzelfall das anerkannte medizinisch-hygienische Konzept, das bereits mehrfach weiterentwickelt wurde und zudem es inzwischen verschiedene Ergänzungen gibt, ist auch weiterhin die Grundlage für den Spielbetrieb. Innerhalb der Taskforce Sportmedizin Sonderspielbetrieb verfolgen wir selbstverständlich dennoch aktuelle Entwicklungen permanent, beispielsweise in Bezug auf Mutationen, sagte Taskforce Dr. Tim Meyer laut einer DFL-Mitteilung. Regelmäßig kämen neue Aspekte und Fragestellungen in Zusammenhang mit Corona auf, da unterscheidet sich der Sport nicht vom Rest der Gesellschaft. Und das ist bei einem neuartigen Virus und erst recht in einer Pandemie auch zu erwarten. Auch deshalb ist weiter eine hohe Disziplin aller Beteiligten unerlässlich. Dies dient auch dazu, gegebenenfalls zu reagieren, vor allem für den Fall von erkennbaren. Hier gilt es genau zu analysieren, da Einzelfälle häufig Besonderheiten aufweisen und nicht automatisch eine Anpassung erprobter Konzepte erfordern. So Ansgar Schwenken, Mitglied der DFL-Geschäftsleitung, zeigt sich zuversichtlich, dass bei konsequenter Umsetzung und entsprechender Darlegung aller Maßnahmen des Konzepts eine Verhängung von pauschalen Mannschaftsquarantänen in der Regel nicht erforderlich. Michael Ebert wenigste Spiele für 50 Assists, wen Sancho alles überholt.